Thank you.
nimmst, dann kannst du auch noch investieren. Oder? Der Lattenmarsch Christoph Gillis, Pressestelle Polizei Köln. Wir begleiten heute mit Kräften der Bereitschaftspolizei eine Gruppe von ca. 80 kurdischen Demonstranten, die hier zur Thematik des Gesundheitszustandes des in der Türkei inhaftierten PKK-Führers Öcalan eine Versammlung angemeldet haben. Es handelt sich dabei um einen fünftägigen Aufzug. Die Veranstalter planen, hier von Bonn aus heute nach Troisdorf zu ziehen. Von dort dann jeweils im Tagesabschnitt nach Köln, nach Leverkusen, Düsseldorf sowie von Düsseldorf letztendlich am Freitag nach Mönchengladbach. Na, ich dachte, wir sind von der Polizei Köln. Welchen Hintergrund hat das? Das Innenministerium hat uns die Zuständigkeit für die Einsatzleitung hier zentral übertragen. Wir stehen dahingehend natürlich im direkten Austausch auch mit den örtlich betroffenen Behörden. Zu irgendwelchen Zwischenfällen gab es aber jetzt hier keinen? Gab keinen. Bislang ist diese Versammlungslage hier friedlich verlaufen und weitgehend kooperativ. Es hat im Beginn einige Auflagenverstöße gegeben, das heißt, es wurde verbotene Symbolik gezeigt, das haben wir unterbunden. Entsprechend verspätet ist dieser Aufzug losgezogen, aber bislang verläuft es dann weiterhin störungsfrei.